Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Chaos auf Deponia. Mir ist mir was aufgefallen. Ich glaube, wir haben noch kein einziges Mal miteinander auf den Goals gesprochen. Wir haben bisher nur über Lady Goal gesprochen. Verbindung mit Datasetten. Goal? Machen wir mal die hier. Hä? Was zum... Wo bin ich hier? Weißt du das nicht? So viel hast du doch noch gar nicht getrunken. Das hier ist immer noch Gullivers Gully, die dunkelste Spelunke auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Schwimmender Schwarzmarkt? Doch nicht etwa auf Deponia. Wo denn sonst? Rufus, ich dreh ihm den Hals um. Alles in Ordnung? Gib mir einfach etwas von deinem stärksten Stoff. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch genauso gut die Birne zuballern. Einmal rostroter Hirntod. Kommt sofort. Okay, hallo Goal. Hä? Du, was willst du? Hier lungerst du also rum. Na und? Muss ich mich neuerdings bei dir abmelden? Ja, das wäre nicht übel. Träum weiter, Schlaffi. Ich weiß ja noch nicht einmal selbst, wie ich hier hingekommen bin. Aber wo ich schon mal da bin, kann ich genauso gut die Gegend erkunden. Und mit Gegend meine ich dieses Getränk hier. Hey, das kannst du doch nicht machen. Keine Panik. Das geht heute alles auf Rufus. Aber das war mein Feuerzeugbenzin. So hat es auch geschmeckt. Ich nehme dasselbe nochmal. Okay. Du musst mit zum Doc kommen. Ich muss gar nichts. Aber es geht um deine Gesundheit. Keine Sorge. Mir geht es hervorragend. Aber wenn du nicht mitkommst? Was dann? Bekomme ich blaue Flecken? Wird meine Schulter ausgerenkt? Bekomme ich Nasenbluten? Das vielleicht nicht, aber... Du aber, wenn du mich noch weiter so nervst. Nerv. Rufus? Was? Ein kleiner Tipp unter Freunden. Provoziere niemals eine temperamentvolle Frau. Glaub mir, ich kannte da mal eine Frau, die... Halt du dich da raus! Ach, mach doch, was ihr wollt. Wo waren wir? Ich glaube, ich wollte dir gerade den Barhocker über die Rübe schlagen. Ach ja, prima. Dann weiter. Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Oh. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist das schief gelaufen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Na und? Bei deiner Geburt auch. Aber hörst du mich meckern? Jetzt hör doch mal zu. Dein Implantat wurde beschädigt als... Matt, schon langweilig. Bitte, Goal, du musst mitkommen. Zwing mich doch. Wär mal gespannt, wie du das anstellen willst, so ganz ohne Arme. Ich hab sehr wohl Arme. Ach, das sind Arme? Ich dachte, du hättest dich mit Spaghetti bekleckert. Präg sie dir gut ein. Du wirst sie nämlich kaum sehen können, wenn ich dir gleich den Hintern versohle. Rufus... Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ha, wenn ich jedes Mal einen Slotty bekäme, wenn ich diesen Satz höre, dann könnte ich mir vielleicht endlich diese Kniescheibenprothese leisten, die ich angeblich so dringend brauche. Ich meine ja nur, man muss vorsichtig sein bei temperamentvollen Frauen. Oder die Stahlplatte für den Schädelbasisbruch. Hörst du mir überhaupt zu? Oder diese Trommelfelltransplantation. Ich geb's auf. Komm doch bitte einfach mit. Nö, aber... Nö. Sturheit, dein Name sei Weib. Tja, ich hab dir ja gesagt, dass das so nicht geht. Wenn du meinen Rat hören willst. Nö. Aber... Nö. Was auch immer. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Du könntest das Lied vom Dummdeppen für mich singen. Ha, nichts einfacher als das. Hier kommt der Dummdepp, 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 der Dummdepp. Hey, Moment mal. Oh Mann, ich werd nicht wieder. Ich sag doch, so geht das nicht. Aber du willst ja... Bitte vielmals um Verzeihung, da ist gerade meine Aufnahme ein bisschen abgeschmiert. Hier, Ihmchen hat eigentlich nur noch einmal verlangt, dass er das Lied vom Dummdeppen ruft und das hat er auch gemacht. Okay, wir müssen den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Keine Angst, um den Organon kümmere ich mich schon noch. Ach ja? Und wie willst du das bitte anstellen? Ich trete ihn einfach in den Arsch, wenn sie mir in die Quere kommen. Verdammt, warum bin ich nicht darauf gekommen? Wunderst du gar nicht, wie du hierher gekommen bist? Nicht wirklich. Du bist in der Nähe. Das reicht als Erklärung. Tja, ich bin immer für eine Überraschung gut. Du bist quasi das menschliche Äquivalent einer spontanen Selbstentzündung. Wow, danke. Verdammt, es kam zu nett drüber. Hey, Baby. Hey, Baby.
Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Ich wickel dich doch im Schlaf um den Finger. Wenn du nicht aufpasst, wickel ich dir bald was im Schlaf um die Luftröhre. Siehst du? Ich hab noch nicht mal angefangen und schon hast du gemeinsame Bettfantasien. Oh. Du bist echt ziemlich lässig. Du bist echt ziemlich lässig. Wir passen zusammen. Träum weiter, Schlaffi. Dein Mund sagt zwar nein, aber deine Augen sagen ja. Dein Mund sagt nein, aber deine Augen sagen ja. Willst du auch noch hören, was meine Faust sagt? Na, vielleicht erstmal nicht. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ja, verdammt. Ach ja, wahrscheinlich schon, ne? Schau mir in die Augen, Kleines. Schau mir in die Augen, Kleines. Wer ist hier klein, du Zwerg? Ach ja? Wen nennst du hier Zwerg, du Lulatsch? Ach ja? Wen nennst du hier Lulatsch, du Ratte? Ach ja? Wen nennst du hier Ratte, du? Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Im Augenblick kämpfe ich dagegen an, einzuschlafen, so müde wie deine Sprüche sind. Mhm. Sag Bescheid, wenn ich dich ins Bett bringen soll. Map. Und wieder eine Niete. Versuch deinen Macho-Mist bei jemand anderem. Würde dich das eifersüchtig machen? Abgang, jetzt. Du wirst schon noch weich werden. Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Oh. Warte hier, ich bin gleich zurück. Warte hier, ich bin gleich zurück. Keine Drohung, bitte. Okay, also Ihmchen hier hat ja anscheinend schon mal mit temperamentvollen Frauen gelebt. Hallo, Boso. Ah, Rufus. Was liegt an? Was wolltest du vorhin sagen? Ging es um ein ganz spezielles Entermanöver? Was wolltest du vorhin sagen? Ging es um ein ganz spezielles Entermanöver? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Mal wieder. Ach, mach mir doch nichts vor. Ihr Piraten seid doch alle gleich. In jedem Hafen eine. Und ständig auf der Suche nach neuen Häfen, nicht wahr? In keinster Weise, obwohl... Ha, wusste ich's doch. Meine Bambina wohnt hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich zählt. Wir waren nur 2 Tage zusammen und... Und sie hat dich abblitzen lassen. Und sie hat mir die ganze Zeit eine Pistole an den Kopf gehalten. Nö, das zählt schon. Ich glaube, Krawallgol steht auf mich. Ich glaube, Krawallgol steht auf mich. Krawallgol? Ja. Weil sie echt was drauf hat, verstehst du? Scheinbar ist ihr ganzes Temperament auf einer Datasette gelandet. Oh je, dann sei lieber vorsichtig. Glaub mir, ich kenne die Sorte Frau. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, können sie ganz zahm und verspielt sein. Aber eine falsche Bewegung, ein falsches Wort und sie fahren ihre Krallen aus. Ich muss ihr jetzt aber keinen Kratzbaum kaufen, oder? Das Einzige, was hilft, sind die richtigen Worte. Bei meiner Bambina war es genau so. Ich musste nur den einen entscheidenden Satz sagen und zack, schon wurde aus dem Tiger ein zahmes Hauskätzchen. Warum seid ihr dann nicht mehr zusammen? Naja, ich wurde heiser und sie kam schneller in den Waffenschrank als ich zur Tür. Oh. Wie lauten denn diese mysteriösen Worte? Wie lauten denn diese mysteriösen Worte, mit denen man temperamentvolle Frauen bändigen kann? Vergiss es, Rufus. Diese Worte haben schon genug Schmerz verursacht. Aber mittlerweile muss die Wunde in deinem Herzen doch wieder verheilt sein. Es geht hier nicht nur um mein Herz, Rufus, sondern auch um mein Schultergelenk, ein Bein und den linken Lungenflügel. Erzähl mir mehr von deiner Bambina. Erzähl mir mehr von deiner Bambina. Tja, sie ist die temperamentvollste Frau, die ich kenne. Ihr gehört der Waffenladen in Klein-Venedig. Ein echtes Mordsweib. Auch wenn sie nie verurteilt wurde. Es ist schon eine Weile her. Da habe ich mein Herz an sie verloren. Gott sei Dank hatte Doc noch ein Spenderherz auf Lager. Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Was? Ja. Nein. Vergiss es. Ach, komm schon. Sie klingt echt scharf. Könnte dir die Kehle aufschneiden. Und würde. Bist du jetzt ein Pirat oder so ein Piro? Zum 100. Mal. Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch kein Interesse, mich andauernd von dir in irgendwelche Abenteuer verstricken zu lassen. Ich mochte mein Leben, wie es war, bevor wir uns getroffen haben. Ruhe, Frieden. Gemächlichkeit. Kaperfahrten, Seeschlachten, Meutereien, Ermordung der Erstgeborenen. Sonntags-Nachmittags-Spaziergänge,
Gartenausstellung. Brandschatzen, Kiel holen, Schatz suchen, Kreuzigungen. Alter. Verdammt, Rufus. Nicht jeder mag Konflikte und ich schon gar nicht. Magst du doch. Nein, mag ich nicht. Magst du doch. Nein und nochmals nein. Doch, 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 doch. Im Gegenteil, ich scheue Konflikte, ich... Okay, ich geb auf. Ha, wusste ich's doch. Du stehst immer noch auf sie, nicht wahr? Ich werde mal bei ihr vorbeischauen. Triff mich in Klein-Venedig vor dem Waffenladen, okay? Ich werde seelischen Beistand brauchen und medizinischen. Schon klar, du alter Haudegen. Dann gehen wir da mal los. Okay, Bose, wir glauben an dich, das schaffst du. Können wir die Tasse mitnehmen? Ich will die Tasse. Auf nach Klein-Venedig. Okay. Ah, Rufus, da bist du ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Mein Optiker kann Karate. Aber Rufus, ich bin es doch, Bozo. Oh Mann. Siehst du behämmert? Gut aus. Meinst du nicht, dass der Hut ein dickes Gesicht macht? Außerdem zwicken die Rüschen im Schritt. Das gehört so. Genau richtig für ein Date. Rieche ich da sogar Aftershave? Das ist Anti-Wolf-Spray. Gut, da denkt jemand mit. Es kann losgehen. Ich weiß nicht. Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Na klar, das wird super. Na klar, das wird super. Das letzte Mal, als du das gesagt hast, bin ich auf einen Riff gelaufen. Aber der Ausblick war doch einmalig. Komm schon, Riesenbaby. Herrje, worauf habe ich mich da eingelassen? Ich bin mal gespannt, wie das enden wird. Verfluchte Gören! Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ich euren Opa nicht erschossen habe? Zumindest nicht! Was? Bozo? Bist du es wirklich? Nein. Los, komm rein! Ich will nicht schon wieder die Leiche eines Lärmschutzbeauftragten im Kanale entsorgen müssen. Komm schon! Und jetzt verrätst du mir, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Ich war unterwegs und, was hast du mit der Machete vor? Jetzt beruhig dich doch. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Komm schon, Bambina. Du weißt doch genau, wie das läuft. Erst bist du wütend, aber sobald ich diesen einen Satz sage, was ist das? Das ist doch nicht zu fassen. Bei dem Lärm versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Ich denke, es ist besser, du gehst jetzt. Aber... Raus, sofort! Tja, ich hab dir doch gesagt, dass... Psst, ich höre da nicht sprechen. Okay, irgendwie ist die Aufnahme heute nicht gut. Ich werde auf jeden Fall nach dieser Folge einmal komplett... Oder wisst ihr was, ich bin jetzt heute mal vorsichtig. Folge, irgendwie gefällt mir das nicht. Tut mir leid, ich werde dafür morgen eine längere Folge raushauen. In diesem Sinne würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.